Also jetzt holen wir die Fanbrot. Heute Wir sind Fettes Brot in Persona König Boris. Björn Beton und Dr. Renz. Und ihr surft gerade bei Virus. Keine Sorge, euer Computer hat sich nicht infiziert. Es ist einfach die wunderschönste Seite aller Zeiten. Hier erzählt mir gerade Stefanie Heinzmann. Oh, ich erzähl's gleich. In der Schweizer Hand, sondern direkt in deutscher Hand. Fettes Brot sind hier 2 Stunden lang. In der ersten Stunde noch ein bisschen mit mir, in der zweiten Stunde machen sie selber Radio, bringen ihren Sound, was sie auf ihren iPods haben. Ganz schön einig. Hier erzählt mir Stefanie Heinzmann gerade in der Heute, was In und Out ist. Coca-Cola ist in, TV Total, komisch, ne? Tower of Power, Adidas Superstars sind in und Kuscheln ist auch in. Out sind Lügen, früh aufstehen, Gepäck, Oliven und Leggings. Gepäck, Oliven und Leggings. Habe ich alles. Ja. Ihr seid total out. Früh aufstehen musste ich auch. Lügen brauche ich ja wohl nicht zu sagen. Ist ja schon hier. Und das ist der neue von Timbaland, den er wegproduziert hat. Endlich ist es soweit. Wir heißen direkt aus Hamburg importiert. Guten Abend, Fettes Brot. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Virus. Guten Abend. Allseits grüezi miteinander. Die nächsten 2 Stunden rocken Fettes Brot bei uns und Virus und so. Kannst jetzt mit mir schon chatten. Live in der Schaukopf auf virus.ch. Das hier, das ist die erste Single vom neuen Album Strom und Drang. Seit dem Freitag ist das Album draussen. Seit Fettes Brot mit. Bettina, zieh dir bitte etwas an. Gefällig. Wie kamst du mit Bettina? Sehr, sehr gut. Nee, also 50 Cent und so, wie kennt ihr das? Naja, also wir sind ja grundsätzlich immer schon an intelligenter Musik interessiert gewesen. Also nicht nur auf Rap beschränkt, sondern überhaupt gefällt uns Musik von Leuten, die ein bisschen was zu erzählen haben, immer grundsätzlich etwas besser. Also zum Beispiel Bands wie Outkast, die auch so musikalisch immer neue Wege gegangen sind, oder Gnarls Barkley. Die erste Kanye West-Platte fand ich großartig und auf der neuen sind auch wieder ein paar Knaller drauf. Und insofern geht auch ohne Gangster weg. Sie auch total geil sind. Abgefahren, wie sie so singen. Ja. Ist ja nicht nur. Das ist erst von der zweiten Platte. Ja, gerade neu. Liebe Eidgenossen, Fettes Brot hier bei Virus und wir haben das Zepter an uns gerissen. In dieser Stunde nur Hits, die uns gefallen. Nicht, dass das Programm hier sonst schlecht wäre, ganz im Gegenteil, aber es ist schon ein mächtiges Gefühl, die hier mal ein bisschen zu bestimmen, was läuft. Und jetzt kommt ein Stück, was sich Dr. Renz gewünscht hat. Ja, es geht schon wieder ums Tanzen. Wahnsinn. Und zwar zu einer Band, wo man eigentlich dachte, zu denen muss man zu Hause sitzen und weinen und dann irgendwann aus dem Fenster springen. Bis die Wombats auftraten und auf einmal war alles anders, oder? Ja, Let's Dance to Joy Division heißt das wundervolle Stück. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, also bei mir war es auf jeden Fall so, als ich den Song das erste Mal gehört habe, dieses Liverpool am Anfang, da war schon klar, das Ding ist ein absoluter Knaller-Song. Also Party People, unite, let's dance. So tönt das. Die Gieren, die können es. Ich glaube, sie sind nur lange im Business, für das ich überhaupt nicht machen muss. Sie rocken die Show. Eigentlich kann ich heilen. 10 Sekunden. Tschüss. Ja, da sind sie wieder. Die Typen von Fettes Brot. Mal ganz schnell noch eingestiegen hier. Die Wombats waren das gerade. Also hier bei uns ist die Stimmung hervorragend. Ich schätze mal bei euch auch zu Hause. Geht auf die Straßen und tanzt. Das wäre so mein Vorschlag. Als nächstes spielen wir Dancing in the Streets. Wir haben die Macht, unter anderem auch über die Mikrofone und... seht uns nach, wenn es nicht alles ganz prompt klappt. Wir sind nämlich schon ziemlich angetrunken. Ich komme mir vor wie Spider-Man. Das war eine Reaktionszeit unglaublich. Also für mich jetzt. Ihr hättet das sehen sollen. Er ist die Wand längs gelaufen. Er hat noch das Virusplakat runtergerissen. Wahnsinn. Wir haben Tom, was liegt denn jetzt in der Pipeline? Wir bleiben in Skandinavien. Ne? Ist ja Skandinavien, mal abgesehen von schönen Stränden mit Bunkern, ist ja auch an und für sich eine ziemlich musikalische Gegend. Jetzt nicht nur aber... sondern eben halt auch die eben genannte... So, Freunde, macht's cool, es war schön bei euch. Adios, wir haben Spaß gehabt. Sagt Adieu. Und Ahoi. Bis bald.